Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fetten Folge von Beyond Two Souls natürlich. Wir machen jetzt an der Stelle weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Obdachlos. Okay, ja, es schneit. Wir sind wahrscheinlich auf der Flucht, ne? Deswegen sind wir obdachlos, oder? Oh mein Gott, sieht das geil aus. So viel Schnee möchte ich auch mal wieder haben. Hatte ich vor ein paar Jahren in Hamburg. Da habe ich Urlaub gemacht für 3 Tage. Halt einfach noch ein paar Leute wieder treffen und so. Also, dem habe ich da geparkt vor einem Hotel, ne? Check ein, alles dies, das, Ananas. Komm wieder raus, finde ich mein Auto nicht mehr. Ist ja zugeschnallt. Komplett. Komplett zugeschnallt. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay. Machen wir das mal so. Ich weiß, es ist jetzt schon 6 Jahre, glaube ich, her. Ungefähr. Ungefähr 6 Jahre ist das ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, wann es Februar, März sowas herum war. Das waren Zeiten. Okay, Telefon. Hallo? Miss Kalt. Könnt ihr Wärme durchs Telefon schieben? Ja, nein, vielleicht. Natürlich, Leute, nicht anrufen, das war meine Telefonnummer. Bitte nicht anrufen. Hallo? Jody? Mir ist kalt. Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Das glaube ich ja aufs Wort. Ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Oh Gott, ich komme. Ach nee, das war was anderes. Gut. Knut. Hi, mir ist kalt, ich bin müde. Tschüss. Telefonat hätten wir uns auch schenken können. Können wir da rein einbrechen, Ivory? Boah, die sind ja wirklich überall. Okay. Oh fuck. Hallo. Okay, man muss hier nur einfach auf den Sack gehen. Ich muss mir das einbilden. Ist er blind? Ja, misstrauisch. Das. Die riesige Lungenentzündung. Nicht schlecht. Jody, nein! Hä? Hä? Komm schon. Okay, erstmal einen Schluck Kaffee. Braucht der Mann. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen.
Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Das ist doch wirklich so, ne? So Leute, die haben doch richtig Ärger. Ich bin Stan. Wisst ihr, was ich meine? Wie heißt du? Sind nicht verdorben durch die Gesellschaft. Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Ne, durch diese High Society, sondern... Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Jemand in Not, auch wenn man nichts hat, trotzdem helfen. Stark. Das ist eine scheiße, geile Charaktereigenschaft. Ist gut gegen die Kälte. Hab gehört, dass sie das auch so manch hat. Eieiei. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Boah, scheiße, Mann. Trotzdem hat er ein Desert. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett ab, ey. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Das stimmt. Sogar, dass man nichts hat. Ja. Auf der Flucht. Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt das schon. Da müssen wir natürlich lügen. Kannst du irgendwo hin? Nee. Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden, aber ich will ihn nicht sehen. Jedenfalls nicht so. Ich schätze Wahrheit. Du willst dann bleiben. Egal wie dreckig sie ist. Ich hab nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Danke. Gänsehaut, oder? Oh. Sowas, ach, sowas berührt meine. Also mich auf jeden Fall, ne? Das ist schon. Danke, Mann. Ich wollte eigentlich rüber zu ihm gehen, aber wärmen wir uns nochmal schnell die Hände. Ah, da war was. Wir danken uns erstmal. Danke, Stan. Ja. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Ja, ist krank. Und die Kleine, das ist Thursday, sie ist schwanger. Ach du Scheiße. Armes Ding. Schwanger und auf der Straße. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Jo. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Wir gehen jetzt erstmal zu der Schwangeren. Vielleicht können wir ihr irgendwie helfen. Shit.
Hi. Achso, wir können uns von Passage zu Passage erstmal die Hände werben. Und das ist natürlich sehr wichtig. Jetzt machen wir die Gackergant. Ich will mit ihr reden. Also hier und da mal hat es schon den ein oder anderen Bug, das Spiel. Behaupte ich jetzt mal so. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Suchen wir es nochmal. Gut, versuchen wir es später nochmal. Yo! Brudi, was geht? Mädel! Du bist zurück von den Toten? Halleluja! Ja. Preise den Herrn! Erstmal willkommen in unserem magischen Königreich, my lady! Ja, ist auf jeden Fall korrekt drauf schon, oder? Ah. What the heck? Ach so. So, Ziggy. Was macht er da? Er spritzt sich da irgendwas in die Hand rein. Okay. Ich habe alle kennengelernt. Gucken wir nochmal, ob wir sie kennenlernen dürfen. Nochmal. Nee. Das Gespräch ist vorbei, bevor es angefangen hat. Okay. Haben wir Stan? Habe ich irgendeine Aufgabe hier? Die Ergebnisse der Tests, Stan. Oh, schön. Ach, ja, Stan. Hast du kürzlich jemanden verloren, der dir nahe stand? Meine Frau. Scheiße. Nancy starb an Leukämie vor 4 Jahren. Ja. Woher weißt du das? Qualvoller Tod. Nein, ich... Nur so ist nicht so wichtig. Wir wollen ja auch nicht auf die Properze gehen, Stan. So, liebe Leute, dann machen wir aber hier an der Stelle wieder Schluss. Vielen, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschalten. Support ist kein Wort. Ihr wisst ja, wie es läuft. Haut rein.